Ja, und wir fahren gleich, weil so viel Zeug haben wir nicht, was wir rumschleppen. Wacht auf, Kind. Es ist Zeit für einen anderen Test. Bitte. Ich halte das nicht aus. Geduld, Imon. Bald ist es vorbei. Nein, bitte, bitte nicht. Ich will noch nicht sterben. Still, Hund. Euer einziger Lebenszweck ist es, durch meine Hand zu sterben. Ihr seid fast bereit für sie, Imon. Sie wird erfreut sein. Dieses Schiff wird euch zur Insel bringen. Mit einem großen Teil eures Goldes wurde eure Überfahrt und das Schweigen der Mannschaft erkauft. Sehr gut. Obwohl diese Stille mehr symbolischer Natur ist, denn meine Männer können zeitweise auch ein wüster Haufen sein. Ich fördere allgemein den Aufruhr. Mhm. Das Verhalten der Mannschaft ist eure Sache, Kapitän. Solange sie das tut, wofür sie da ist, nämlich meine Leute schnell an Ort und Stelle zu bringen. Ja, Aran ist da ziemlich diskret. Macht euch heute Abend nur keine Ängste oder Sorgen. Ich habe dieses Meer schon oft befahren und ich kann keinen Ärger sichten. Dann lasst mich euch einander vorstellen. Talesio, das hier ist Captain Simon Havarien. Er und sein Schiff werden... Herr Havarien, wie heißt euer Schiff? Ach, der Name ändert sich, wie die Winde sich drehen. Hauptsächlich, weil ich das Schild mit richtigem Harz befestige. Dies ist jetzt die Galante, bis es mich woanders hin verschlägt. Was die Fahrt betrifft, haltet euch an meine Worte, Talisa. Denn das Meer birgt Gefahren, die ihr euch vielleicht nicht bewusst seid. Wir waren schon mal auf dem Meer. Ich bin ganz Ohr, Captain, also ich spreche die Erfahrung, ich werde zuhören. Sprecht, wenn ihr müsst, aber macht es kurz. Wir sollten so bald wie möglich Segel setzen. Vertraut ihr meiner Sicherheit diesem albernen Dumpfkopf an? Ich traue seinem Lächeln nicht. Nehmen wir das Erste. Eine plötzliche Windböe oder ein verborgenes Riff können sich als tödlich erweisen. Doch viel wahrscheinlicher ist es, dass wir berüchtigten Piraten begegnen. Aus diesem Grunde habe ich für diese Reise einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Vorsichtsmaßnahmen? Von solchen Absichten wusste ich nichts. All solche Dinge sollten mit dem Kapitän besprochen werden. Sicher, ich stelle ein zusätzliches Mannschaftsmitglied zur Verfügung. Jemand, der versuchen wird, die allgemeine Sicherheit der Reise zu verbessern. Das hier ist Sim und sie wird in eurer Nähe bleiben. Simon Havarien. Selbstverständlich zu eurem Schutze. Natürlich. Ich werde sicherstellen, dass, sollten wir auf See überrascht werden, diese Überraschung auf keinen Fall unseren Tod bedeuten wird. Habe ich mich klar ausgedrückt? Klarer geht es nicht, werte Dame. Doch bin ich nicht sicher, ob mir euer Tonfall gefällt. Ich versichere euch, dass während unserer Überfahrt keine Widrigkeiten auftreten werden. Auch wird Sim euch beraten, Talisa. Sie kennt einige Bewohner der Insel. Da ist unsere Mannschaft komplett und wir können lossegeln. Am besten machen wir uns so schnell wie möglich auf dem Weg. Lasst ablegen, mein Herr. Und wir sind weg. Haltet euch fest, die Reise beginnt. Aran Linweil erweist sich als vertrauenswürdig. Schon bald geht es hinaus in offene Gewässer, mit dem immer gut aufgelegten Simon Havarien am Ruder. Die Reise verläuft ohne größere Zwischenfälle. Wenn noch andere Schiffe auf dieser Route unterwegs sind, dann halten sie jedenfalls genügend Abstand. Ihr kommt gut voran, und schon bald taucht eine ziemlich große Insel am Horizont auf. Es hätte so ein friedlicher Ort sein können, lege nicht ein langer, dunkler Schatten darüber. Oben auf der Klippe erhebt sich die Zauberfeste. Jo, und da wollen wir hin. Wir sind jetzt übrigens schon im vierten Akt. Das heißt, der dritte Akt war recht kurz, so gesehen. Wir sind angekommen, und zwar rechtzeitig, wenn ich das hinzufügen darf. Meine Glückwünsche an die Mannschaft und auch an unsere Besucher für ihre unterhaltsame Gesellschaft. Ja. Wir mussten das Beste daraus machen. Ich selbst habe es geschafft, eure Mannschaft beim Spielen ein nettes Sümmchen abzunehmen. Merkwürdigerweise schienen die Jungs zu denken, sie seien die Einzigen, die Karten spielen können. Ein besonderer Glückwunsch an euch, Captain. Es war vorteilhaft, dass ihr die anderen Schiffe abgelenkt habt, die wir in der Ferne sahen. Eure Signale in der Nacht waren sehr eine Art Warnung. Tja, nun, ich dachte, sie könnten Piraten sein. Daher setzte ich eine Reihe Lichter, die ihre eigenen entsprachen. Ich wollte den Anschein erwecken, als sei ich einer der ihren.
Nochmals meine Anerkennung. Es schien wirklich, als ob sie glaubten, eure Signale bedeuten Ärger, wenn sie angreifen. Das beweist nur, wie kurzsichtig sie sein können. Man muss seinen Gegner immer ein Stück voraus sein. Und einen Schritt hinter ihren Freunden. Ich vertraue darauf, dass nichts mehr passieren wird, was unseren Erfolg verhindert. Yoshimo ist sehr euphorisch gerade oder energetisch. Ich habe getan, was ich konnte als Kapitän und Landsmann. Mehr kann ich nicht tun. Egal, wir sind angekommen. Ich überlasse euch jetzt eure Aufgaben, wie man die auch aussieht. Es war ein Vergnügen, in eurer Gesellschaft zu segeln, aber ich werde jetzt verschwinden. Ich traue diesem Piraten nicht, Talisa. Er benimmt sich wie ein Dummkopf, doch sein Auftreten während der Reise verrät einen raffinierten Geist. Er hat uns wie versprochen abgeliefert. Es gibt Wichtigeres, Es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Tötet ihn, wenn ihr wollt. Mir ist es so oder so egal. Er scheint mir liebenswürdig genug zu sein. Kommt, ihr fühlt euch besser, wenn wir erst einmal vom Schiff runter sind. Abgemacht. Seid ihr bereit? Dieser Ort ist gefährlich genug, auch ohne mein Misstrauen gegenüber Seemann. So. Keine Aufgaben hier im vierten Akt, bis jetzt. Nur ein neuer Tagebucheintrag. Ja, auch was Neues. Nein. Aufgaben sind aber alle erledigt. Hier eben noch nicht. Kapitel 1 ist alles erledigt. Erledigte Aufgaben. Was ist eigentlich hier mit erledigten Aufgaben im zweiten Kapitel? Ne, da ist nur Galen Bates Honorar als letztes. Jo. Hier. Arans Aufgaben, die Unterstützung der Schattendiebe. Ich habe Arans Aufgaben erfüllt und endlich erfahren, wo sich Imoin aufhält. Bei Gelegenheit wurden mir noch so einige andere interessante Dinge erhöht. Die Schattendiebe sind schon seit dem Anfang an mir interessiert. Sie wussten, dass ich gefangen genommen wurde. Sie waren allerdings zuerst der Ansicht, dass es sich nur um ein einfaches Kidnapping handelte und sie die Angelegenheit nichts angeht. Kurz danach erschien Bodhi und ein Mitglied der Schattengilde nach dem anderen verschwand. Sie dachten, dass eine andere Gilde aufgetaucht wäre und ihnen die Kontrolle der Stadt streitig machen wollte. Da starteten sie einen Angriff gegen das vermutliche Hauptquartier der feindlichen Gilde. Irenikus Kerker unter Vaukens Promenade. Sie waren in keiner Weise auf Irenikus wahre Stärke vorbereitet. Nach dem Kampf richteten sie ihr Interesse auf mich, da nur ich lebend aus dem Kerker entkommen war. Da ich offenbar von enormer Bedeutung für Irenikus war, mussten sie einfach herausfinden, was ich vorhatte. Nachdem sie herausgefunden hatten, dass Irenikus uns beide bedrohte, versuchten sie mir und dabei gleichzeitig sich selbst zu helfen. Trotz ihrer selbstsüchtigen Motive handelten sie zu meinem Besten. Sie sind der Ansicht, dass Irenikus noch immer eine große Bedrohung darstellt. Sowohl Irenikus als auch Imoin wurden in ein Heim gebracht, die Zauberfeste. Hier werden magisch Bewanderte gefangen gehalten und untersucht. Es scheint zweifelhaft, dass man Irenikus so leicht überwinden konnte. Bodhi und ihre Gilde stehen in irgendeinem Zusammenhang mit ihm. Warum er sowohl Imoin als auch mich untersucht hat, ist noch immer unklar. Imoin befindet sich noch immer in diesem Heim. Die Schattendiebe haben ein Schiff organisiert, das mich für eine geringe Entlohnung zu der Insel bringen wird. Sie hoffen, dass ich ihr anderes Problem gleich mitlösen werde, wenn ich Imoin befreie. Was auch immer geschehen mag, ich bin mir sicher, dass mich auf dieser Insel meine bisher größte Herausforderung erwartet. Ja, die Insel ist recht groß, also der untere Teil, der Hafenteil der Insel. Und ja, da ist die Insel auch. Das Wappen da nervt mich für meine Thumbnails übrigens. Mal kurz auf Spiel. Aber ich kann das Wappen leider nicht ausblenden. Also ja, dann wird halt einfach das Thumb mitsamt Wappen mal zu sehen sein. Gut. Oh, ach, nur, wir haben ja noch einen Tagebucheintrag hier im vierten Kapitel. Ich habe die Aufträge, die Aran Lavime gab, erledigt. Dazu gehörte die Vernichtung der rivalisierenden Gilde, die Bodhi aufgebaut hatte, und die Vertreibung des Vampirs selbst. Und jetzt hat mich der Schattenmeister über ein paar Dinge aufgeklärt. Es waren die Schattendiebe, die Irenikus in dem Verlies, in dem ich erwachte, angegriffen haben. Sie hatten von meiner Entführung gehört, dem aber nicht viel Bedeutung beigemessen. Doch dann tauchte Bodhis Gilde auf und viele der Schattendiebe verschwanden plötzlich.
Es gelang ihnen, Irenicus Verlies ausfindig zu machen und sie brachten es mit Bodhi in Verbindung. Ich wurde Zeuge ihres anschließenden verheerenden Angriffs. Ara fühlt sich teilweise für Imons Entführung verantwortlich und erklärte mir, dass sie und Irenicus an den gleichen Ort gebracht wurden. Ein auf einer Insel gelegenes Heim für gestörte Magier, welches Zauberfeste genannt wird. Das Gold, das ich zur Verfügung stellte, wurde benutzt, um die Überfahrt zur Insel zu bezahlen. Dort werde ich die Antworten finden, nach denen ich suche. Aran warnt mich jedoch, dass es sich bei dem Heim um eine wahre Festung handelt, die dafür gedacht ist, verrückte Magier und andere Verwirrte zu verwahren. Allein schon hineinzugelangen würde ein echtes Kunststück darstellen. Nichtsdestotrotz ist die Überfahrt mit einem Freibeuter namens Simon Havarin gebucht und ich bin auf dem Weg. Ja. Die ganzen Fehler irgendwie loswerden noch. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. So, dann gehen wir mal vom Bord hier. Ich fürchte, ich kann euch noch nicht erlauben, mich zu verlassen. Obwohl ich zugegebenerweise ein gewisses Wohlwollen für euch verspüre, habe ich in meinen Taten doch nur wenig Wahl. Mir gefällt euer Tumpf nicht. Was habt ihr vor? Spart euch die Worte. Ich habe von Anfang an nicht getraut. Ich bin auf eurem Pfad verirrt. Wie? Warum ein solch offensichtlicher Hinhalt? Ihr habt mein Gold doch schon. Ich entschuldige mich, wie bereits gesagt. Dies war absolut nicht meine Absicht, aber man muss tun, was ein gutes Geschäft gebietet. Ein gutes Geschäft? Was soll das? Werden wir alle gemeinsam erwartet? Wenn mein Leben verwirkt ist, wie steht es dann um euch? Denkt darüber nach. Ich versichere euch, dass ich getan habe, was ich tun musste, genau wie ihr das eure weiterhin tun werdet. Ihr werdet weitermachen, hört ihr? Das ist alles, was ich weiß. Ihr werdet jede wiedererkennen, die euch jetzt gegenüberstehen. Ich hoffe nur, dass sie bei dieser Begegnung kurzen Prozess machen. Gewalt kann ich nicht gutheißen, wirklich nicht. Streut Asche auf euer Haupt, ihr guten Leute. Wir wurden verraten. Der Seemann bringt die Vampire erneut in unsere Reihen. Dafür wird es eine schlimme Rache geben. Oh, das ist Velen. Die hatten wir doch schon mal gesehen. Das sollte nicht sein. Ein wunderschöner Tag. Ich wusste, er würde sich als Verräter erweisen. Unsere Drohungen reichten aus, um auf dem Wasser in Sicherheit zu halten. Doch es muss hier jemanden geben, der uns noch mehr fürchtet. Das sind die gleichen Kreaturen, die wir gekämpft haben, als wir in die Ruhestätte des Vampirs vorgedrungen sind, der gegen eure Gilde stand. Bodhi muss tatsächlich ganz in der Nähe sein. Das war gewiss Bodhis Werk. Diese Geschöpfe wären Seemon nie aus freien Stücken gefolgt. Seine Schwäche hätte sie angewidert. Leider ist wohl vor der Schlacht gefroren. Ich muss ihm das auf jeden Fall zurückzahlen, wenn ich ihn wiedersehe. Wir sollten ihn finden, ihn aufspüren in seinem Versteck. Er hat den Tod verdient. Vergesst ihn, ich habe keine Angst vor ihm oder irgendeine Intrige, mit der er vielleicht aufkreuzt. Es gibt so viele wichtigere Dinge, um die wir uns jetzt den Kopf machen müssen. Ich muss dafür sorgen, dass ihr ins Heim gelangt. Geht in die Taverne, sprecht mit deinem Mann namens Sanik. Wenn es einen Weg ins Heim gibt, dann wird er ihn kennen. Ich werde mich ein bisschen umsehen und euch am Durchgang treffen, der zum Heim führt. Beeilt euch, Talisa. Unsere Gegner wissen, dass wir hier sind. Ja. Aufgaben. Simon Havarin brachte uns zwar sicher auf die Insel, doch nachdem wir angelegt hatten, gerieten wir in einen Hinterhalt von Vampiren. Simon schien das Unvermeidliche zu bedauern, aber es war trotzdem verabscheuenswürdig von ihm. Nach dem Sieg über die Vampire und Simons Flucht berichtete sie mir, dass Bodhi wahrscheinlich hinter dem Verrat des Piraten steckt. Ich muss mich beeilen, um in das Heim zu gelangen. Sim empfahl mir, in die örtliche Taverne zu gehen und mit einem Mann namens Sanik zu sprechen. Inzwischen würde sie die Gegend erkunden und mich dann am Pass, der zum Heim führt, treffen. Ja. Sie portet sich auch weg mit dem Dimensionstor, was irgendwie alle können, außer ich. Gut, jetzt aber erstmal speichern, jetzt nachdem wir im nächsten Akt angekommen sind. 036.
und dann sehen wir uns gleich wieder.